Hallo liebe Freunde des PBHub, ich bin's wieder, euer Sascha Röder oder besser bekannt als ICPMS. Heute mal mit einem spontanen Guncheck, denn wie ihr alle gehört habt, stellt Bob Long die G6R-Plattform ein und plant für 2016 was Neues. Und da wir die G6R noch gar nicht hier hatten, schreit es geradezu nach einem Abschieds-Guncheck für die G6R. Das hier ist quasi die erste G6R, wie sie 2010 rauskam. Ich habe sie mir damals bestellt, da wusste ich noch gar nicht, wie die G6R aussieht. Es kursierten so erste Bilder im Netz, so Bleistiftzeichnungen, und da sah sie eigentlich relativ kacke aus. Keiner konnte sich vorstellen, dass sie so aussehen soll. Dann sah sie schlussendlich wirklich so aus und in echt natürlich tausendmal geiler. Die G6R hat so besonders gemacht, dass sie alles mitgebracht hat, was ein High-End-Markierer braucht, und der Preis war unschlagbar. Die G6R hat zur Einführung irgendwas 869 Dollar gekostet, das waren 869 Euro hier in Deutschland. Die wurde zuerst reingeholt von ID Paintball, ich glaube viel später kam dann auch WSS dazu, und das Ding hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also eben das Schießgefühl war super, die Ergonomie ist super. Die Grips waren toll. Eben, das waren die ersten Wraparound-Grips von Bob Long seit, ich glaube, nein, das sind die ersten. Vorher gab es immer nur diese harten Gummidinger da, wie Virtue oder was für Firmen machen die noch. So schrottige, rutschige Griffe gab es. Eben, es gab diese Top-Grips, gab es. Ihr habt einen super Lauf gehabt. Die G6R kam mit einem 685er Lauf. Vorher gab es nur riesige Standardläufe mit 693, und die G6R eben, die hatten zeitgemäßen Lauf mitgebracht. Einteilig war der noch am Anfang, angeblich gemacht von CP, keiner weiß es genau. Und was noch? Das Board kam von Tadao, das war quasi eine abgespeckte Version vom Ebisu, das nannte sich Odoshi Board. Hat quasi denselben Code gehabt wie das Ebisu, nur keine USB-Schnittstelle zum selber flashen. Dann 2012 gab es ein Update für die G6R. Das On-Off der 2010er G6R, das hat so ein bisschen Probleme gemacht. Bei manchen hat es nicht richtig entlüftet. Ich hatte das Problem nie. Es gab dann so Update, ASA-Pins, das war aber auch irgendwie, hat das auch nur bei manchen geholfen. Also das On-Off der 2010er war nicht so ganz toll. Was auch super ist, die hat jetzt ein OLED-Board bekommen, so wie wir es jetzt von allen Bob Long-Markierern im Moment kennen. Und das ganz große Plus an dem Board ist, dass der On-Off-Schalter vernünftig geworden ist. Ich weiß noch, was das für ein scheiß Gekrampfe war, immer bei der G6R, die auszuschalten. Ihr musstet sie den Knopf drücken und dann hat sie erst auf Augen ausgewechselt und ging das Licht aus, und genau in dem Moment musste ihr loslassen. Ich habe den fast immer verpasst und man musste den Knopf so fest drücken. Also daher war hier dieses OLED-Upgrade schon eine geile Kiste. Was auch typisch Bob Long ist, sind die verschiedenen Millings, die er anbietet. Also die G6R eben, die gibt es seit 2010. Hier in diesem Standarddesign mit dem Fenster unten und diesen muskulösen Fräsungen. Die erste Custom G6R dann von Bob Long war die Flame. Es gab schon mal 2002 eine Flame Intimidator. Davon gab es aber nur 3 Stück, und das hier ist dann quasi so eine Hommage an die Flame gewesen. Laut Bob Long soll es davon nur 25 oder 50 Stück geben. Ich weiß nicht, ob man ihm das glauben kann, weil, ja, es ist ein bisschen schade bei Bob Long. Der Bob Long, der macht limitierte Markierer und dann sagt er, es gibt nur 25 Stück, und dann sieht man die aber ein halbes Jahr in irgendwelchen Online-Shops. Also es fehlt da so ein bisschen die Fanbase bei Bob Long. Wenn Planet Eclipse irgendwie mit der GSL ums Eck kommt, dann sind nach 3 Wochen sind die alle vergriffen, und von denen gibt es teilweise mehr. Zum Beispiel jetzt auch die Reptile Viz, die gibt es jetzt auch schon 4-5 Monate, und jetzt könnt ihr immer noch die letzte mit der Seriennummer 500 bei WSS kaufen. Also es ist schon, ja, schon traurig. Hat er nicht verdient, der baut nämlich super Kanonen. Also zurück zum Thema. Dann gab es eben die Flame, die habe ich mir zur Hochzeit geschenkt. Und dann gab es noch zig andere Milling Patterns.
Es gab dann noch später die Dragon, die hat dann nicht diese Flame-Front gehabt, die hat dieses Flame-Hinterteil gehabt, aber hier einen Drachenkopf vorne dran. Die Dragon gab es im. Ach nein, Quatsch, das ist die Phoenix. Eben, es gab. Uiuiui. Es gab die Phoenix, die hat einen Drachenkopf hier vorne gehabt und das Flame-Back gehabt. Und dann gab es noch die Dragon. Die Dragon gab es auch schon 2002. Die hat eben einen Drachenkopf hier und dann noch hier so ein bisschen. Keine Ahnung, Drachenfräsung hinten. Dann gab es eine Tactical-Version, dann gab es eine Z-Version. Das sind alles so Hommage gewesen an alte Timmys. Es gab eigentlich kein neues Milling-Pattern. Eben, es sind alles alte, wieder aufgelebte. Nichtsdestotrotz super geil. Also, eben, ihr bekommt hier richtig tolles Zeug. Also, gemillt ist das super. Dann bekommt ihr richtig geile Eloxate dazu, eben hier dieses Orange nach Rot Fade mit dem Schwarz. Ein Freund von mir, der hat eine, die geht von Blau nach Silber mit Chrom, da wo hier Schwarz ist. Also pff, super geiles Zeug. Wir können ja mal die G6R auf die Waage legen. Dann können wir sie auch in unsere Top-Liste reinsetzen. Wir können ja mal anfangen mit dem Standardmodell. Die müsste theoretisch die leichteste sein, denn sie hatte eben den abgespecktesten Body. So, Waage auf 0, ich hoffe, man kann das sehen. Ich lege eine Batterie mit drauf, weil eben die stehen bei mir nur noch im Schrank. Daher eine Batterie drauf. Also eben, ich habe keine Batterie mehr drin, wenn die nur noch ruhen bei mir. Also 876 Gramm wiegt die G6R. Und schauen wir mal, was die Flame wiegt. Ha, hätte ich nicht gedacht. Die ist sogar noch ein bisschen leichter. Die ist 856 Gramm. Also das sind eben Spitzenwerte. Auch heute noch. Natürlich kommt nichts und niemand an die Schocker gerade ran. Aber schauen wir mal, was Bob Long sich noch einfallen lässt. Die Flame, die kam mit einem Laufset. Man hat eben eine Front und drei Backs dazu bekommen. Also alles schon recht, ja, üppig. Ich mache jetzt kein Scoresheet davon, weil eben ich weiß gar nicht mehr, was dabei war. Ich weiß nicht, was heute mit ausgeliefert wird. Ich weiß, Werkzeug ist ein bisschen blöd gewesen. ID Paintball hat damals Werkzeug dazugelegt zu den Timmys und der allerwichtigste Schlüssel, der hat gefehlt, den findet man auch kaum Werkzeugkits. Und zwar ist es hier der 9/64. Den braucht ihr, um die beiden Bodyhälften auseinander zu machen. Den braucht ihr, um die RAM rauszumachen. Also ein mega wichtiger Schlüssel und relativ schwer zu bekommen. So, wollen wir der G6R mal ans Eingemachte gehen? So, da sind die Grips ab. Man sieht eben, es sind wirklich echte Wraparound-Grips. Das heißt, die sind gerade, wenn man die auseinandernimmt. Es gibt ja so vorgeformte Grips, wie zum Beispiel bei MacDev. Die haben schon von Anfang an eben diese Form. Und das Ganze ist ein bisschen abgedichtet. Hier mit diesen Lippen kommt nichts. Erstmal nichts euch ins Board rein. G6R sieht ja der Weiß ganz ähnlich. Die Weiß war ja die Generation 5 Intimidator. Was halt neu war, war, dass die Luft durch den Frame durchgeht. So wie bei der Mark Victory geht eben die Luft hier vorne durch den Frame in den Body rein. Hier sehen wir eben das Board. Das Board ist von Yakuza. Sieht man hier an diesen Japan-Schriftzeichen. Und das Soli ist hier so stehend montiert. Das ist auch so typisch für Timmys gewesen. Ein cooles Feature an der G6R ist und war, dass man den Trigger entnehmen kann, ohne dass man den Frame abmachen muss.
falls einem mal in den Trigger reingeschossen worden ist. Man nimmt einfach die Schraube raus und kann den Trigger rausnehmen. Bei den Marks vorher musste man glaube ich noch den Frame abnehmen oder lösen. Hier ist noch die Triggerfeder, die ist bei Bob Long relativ wichtig, weil ohne die fangen die Dinger mal ganz gerne an zu bouncen. Das ist ja so. Das ist ja das Problem, was die Inside hat. Die ist ja sehr, sehr bouncig. Gerade wenn man die Triggerfeder weglässt. So. Trigger ist kugelgelagert. Er ist halt nicht ganz spielfrei, weil er halt einfach nur auf einer Achse ist und nicht so mit so konischen Schrauben gekontert wird. Sieht man eben, dass der Spiel haben kann. Aber das war alles 2010. So, nehmen wir mal die Augen. Schauen wir uns mal die Augen an. So, da haben wir hier die Bob Long typischen Pistonball Detents mit der Feder hinten drin. Bob Long hat ja für die Tibis lange auf so Gummi Detents gesetzt, die zum Beispiel heute noch in MacDev Markierern verbaut werden. Die Augen der Timmy sind auch, ach, wie viele Bob Long Augen auf Platinen drauf. Das heißt, ihr könnt dann upgraden auf 4 Augensysteme. Dann habt ihr dann hier oben noch einen Lichtschrank. Also ihr habt ja die erste hier und dann hättet ihr noch eine zweite da, die dann guckt, ob der nächste Ball schon bereit liegt, um somit die Ball-in-Place-Time zu verkleinern. Somit würdet ihr eine höhere ROF schaffen. Heute, so wie wir Paintball spielen mit 10,5 Bällen, ist das total egal. Und die sind auch richtig super teuer. Ich glaube, wenn ihr die euch holt als Laseraugen, was ja kein Laser sind, sondern das sind einfach rot leuchtende Dioden, dann zahlt ihr, glaube ich, 65 Euro für das Paar Augen. Also ein Hammerpreis für so ein bisschen Zeug. Vor allem leuchtet auch nur eine rot, die zweite ist weiterhin Infrarot. Gut, nehmen wir mal den Frame ab. Das ist eben der Augenstecker mit 6 Kabeln. Hier unten das Soli. Das hier vorne ist eine 3/32 Schraube. Und jetzt kommt gleich der Gag. Die hintere Schraube eben hier hinten, ihr seht keine Schraube. Das ist so eine Besonderheit. Um an die hintere Schraube zu kommen, muss der Bolzen raus. Als nächstes muss Backcap ab. Dann muss die RAM raus. Und jetzt könnt ihr hier oben rein mit dem Schlüssel gehen und die Frameschraube abmachen. Sehen wir jetzt auch, warum
die gezischt hat. Hier ist der kleine metrische O-Ring, der hier die Luftversorgung vom Frame in den Body sicherstellen sollte. Den hat es zerbröselt. Den werden wir gleich mal wechseln. Das ist so ein bisschen so eine blöde Sache. Das hat Bob Long angefangen. Das ist ein wilder Mix aus zöllischen O-Ringen und metrischen O-Ringen. Das ist echt ein bisschen mühsam. Vor allem gibt es metrische O-Ringe in so vielen Größen. Das macht es ein bisschen unübersichtlich. Frame beiseite. So, jetzt haben wir die Timmy vor uns und hier sehen wir das Manifold der G6R. Das Ding ist ein Kunstwerk. Und die G6R, wie man hier sieht, hat auch noch einen Schlauch drin. Die ist nicht komplett schlauchlos. Es geht vom Manifold ein Schlauch hier nach hinten, der für die Vorwärtsbewegung der RAM zuständig ist. Wir können uns noch den Regulator anschauen. Der Regulator ist auch ein Standardteil bei Bob Long. Eben bei Bob Long greift man quasi auf so ein Baukastensystem zurück, um auch Kosten zu sparen. Ihr habt hier das Regulatorpisten, das ist ja seit der Mark ist das gleiche, und ihr habt hier dieses Federnpaket, den Spring Stack, hier auf dem blauen Teil. Gehalten werden die Federn von einem O-Ring, das heißt, sie können euch nicht runterfallen, das ist eine super Sache. Haben wir schon gesehen bei der Inside, bei der Vis und so weiter und so weiter und so weiter. Hier habt ihr noch so ein Extender-Stück hier mit diesem Schrader-Valve drin. Das müsst ihr nie abmachen, das kriegt ihr auch normalerweise gar nicht ab ohne einen Spezialschlüssel. Ich habe mal ein paar gemacht und verkauft, habe jetzt aber gar keine mehr. Müsstet ihr nur abmachen, wenn ihr den Markierer eloxieren lassen wollt. Um zu testen, ob das Valve hier zum Beispiel kaputt ist, würdet ihr den Regulator so, wie es jetzt ist, abschrauben, würdet die Flasche draufschrauben, Luft draufgeben, und wenn hier unten nichts rauszischt, dann ist das Schrader-Valve ganz. Wenn es anfängt hier zu zischen, dann ist es kaputt. Ganz einfach. Müsst ihr aber eigentlich nie dran. Kommen wir mal zu einer Besonderheit der G6R. Und zwar ist das der teilbare Body. Ihr müsst das Poppet warten, anders als bei zum Beispiel bei Planet Eclipse, ist ein O-Ring hier auf dem Poppet drauf, der ab und zu Fett braucht, weil der gegen die RAM abdichtet. Wenn der O-Ring defekt ist oder nicht richtig geschmiert ist, dann wird die Temi eben unkonsistent und fängt eben an, durch Feed hier zu zischen. Viel Aufwand ist es nicht, den zu pflegen. Ihr braucht wieder den 964. Schlüssel. Schraubt hier diese beiden Schrauben raus. Eben durch dieses Design mit dem teilbaren Body konnte man halt innen drin fräsen, wie man es ohne dieses Design nicht hätte tun können. Und was man auch tun kann und was bestimmt auch in Zukunft öfter passieren wird, wenn die Timmy alt ist und günstig wird, dann kann man sich eben verschiedene Private Label Modelle zusammenkaufen und kann einfach wild Bodyhälften hin und her tauschen. So wie Bob Long das ja selbst gemacht hat mit der Phoenix und der Dragon, könnt ihr da lustig, wie ihr seid, das rumtauschen. Also ihr macht die zwei Schrauben jetzt auseinander und jetzt müssen wir das Feed lösen. Können wir das Feed abnehmen? Können wir die Bodyhälften trennen? Eben, was ihr hier seht, das ist eben die ausgefräste Volumenkammer hier. Da drin ist quasi die Luft, die ihr zum Schuss braucht. Und es ist natürlich optimal, wenn diese Kammer so groß wie möglich ist. Das kann man eben machen, wenn man den Body trennt. Dann kann man eben das so fräsen, dass man mehr Platz hat. Und was auch ein krasses Detail ist, eben ihr habt hier unten ein Loch und ihr habt hier quasi den Trigger Guard
hohl gefräst. Das heißt, der Triggerguard hier vorne gehört mit zur Volumenkammer. Das ist so ein geiles Feature, oder? Also eben, so konnte das Ding richtig leicht werden, so wie es halt jetzt geworden ist. So, hier haben wir das hintere Teil vom Body. Hier haben wir die Poppetfeder. Und hier haben wir das Poppet mit dem Ohrenkopf. Es gibt hier zwei verschiedene Poppet-Versionen. Das goldene Poppet hier ist das Standard-Poppet und dann gibt es noch eins, das ist silbern und das ist das sogenannte Low-Pressure-Poppet. Ich habe jetzt leider keins da, das ist verbaut in der Flame, habe keine Lust, die auch so weit auseinanderzunehmen. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Poppets ist, dass das Low-Pressure-Poppet Millimeter länger ist als das normale Poppet. Das bedeutet, ihr addiert eine mechanische Dwell auf. Bedeutet, das Ventil ist bei dem Low-Pressure-Poppet länger geöffnet und deshalb könnt ihr auch mit dem Druck runtergehen, um auf selbe Ergebnis zu kommen. Das heißt, der Rammer kommt schon früher, öffnet schon früher das Poppet. Bringt euch 5 PSI weniger Druck, merken tut ihr das eigentlich nicht. Deshalb ist es eine Investition, die ihr euch schenken könnt, in meinen Augen. Sehr überbewertet, so wie eigentlich jedes Tuning für die G6R. Es gibt ja noch die Zero Ping RAM von Tech-T und keine Ahnung, die haben noch einen Bolzen, das ist alles Unsinn. Also das Ding läuft einfach out of the box perfekt und alles, was ihr dran schraubt, ist verbranntes Geld. Müsst ihr nicht. Hier sehen wir eben noch schön, wie die Augenkabel durch das Manifold hier geführt werden, sodass nichts eingeklemmt werden kann. Also das ganze Ding ist richtig hohe Kunst. Gucken wir uns noch den LPR an. Den LPR haben wir hier vorne. Das Design haben sie auch nochmal geändert. Um den LPR zu zerlegen, braucht ihr bei der 2010er Timmy einen Spezial-Inbus. Lustigerweise passt ein altes Cocker-Tool perfekt. Es muss einfach ein Inbus sein mit einem Loch drin. Den könnt ihr hier reinstecken und dann müsst ihr hier die LPR-Einstellschraube müsst ihr komplett rausdrehen. Dann könnt ihr hier vorne noch einen Schlüssel reindrehen und dann könnt ihr das Ding, das hat Linksgewinde, auseinanderschrauben. Das können wir ja mal gerade machen. Die LPR-Einstellschraube, die ist meistens eingeklebt, damit sich der LPR eben nicht verstellt beim Schießen. Den müsst ihr nur einmal fix einstellen. So, jetzt haben wir die Einstellschraube raus. Jetzt können wir einen 1/4 Zoll Inbus reinstecken. Und eben ganz wichtig, Linksgewinde. Das heißt, ihr müsst im Uhrzeigersinn drehen. Ich habe schon viele kaputte LPR gesehen, weil die Leute die Anleitung nicht gelesen haben. Die es sogar auf Deutsch gibt, dank mir. So, hier haben wir das LPR-Pisten. Das ist aus Kunststoff, genau gleich wie bei der Mark. Und hier drin habt ihr dann auch nochmal so einen Schrader-Valve in Silbernes. Und hier habt ihr noch eine Feder und eine Scheibe. Die
Die G6R, die mag am liebsten DOW 55, das solltet ihr auch gönnen. Ich glaube, Bob Long ist auch umgeswitcht auf seine Secret Sauce, aber mit DOW macht ihr nichts verkehrt. Ja, DOW 55. So, schauen wir das wieder zusammen. Dann Spezialschlüssel. Den braucht ihr eben beim 2012er Modell, braucht ihr den nicht mehr. So, fest. Dann können wir die Schraube schon mal reindrehen. So, soweit die Wartung des LPR. Glaube, wir haben soweit alles gesehen. Und können sie wieder zusammenbauen. Eben das ist der O-Ring, den ihr nie vergessen solltet, mal zu fetten. Braucht nicht so viel Fett, ab und zu muss man dran denken. Das macht die Timmy so ein bisschen besonders. Das hatten aber alle Timmys vorher auch schon gehabt. Auf das Kapsil hier, das ist das Weiße, da darf kein Fett drauf kommen. Steckt man das wieder rein und setzen die Bodyhälften wieder zusammen. So, Frame haben wir eben gesehen, war ja der Ohren hier kaputt. Da. Irgendwie verklemmt worden beim Zusammenbau. Und hier ist ein neuer 1x4 mm. Damit sollte sie wieder dicht sein. Den legen wir einfach hier rein. Die symmetrischen Ohrringe sind auch der Grund, weswegen man LP und SLP spielen soll. Tut man es eben nicht, kann sie rausdrücken und dann verquetscht es sie halt. Weil halt so viel Druck da vorbeikommt und die eben dem Druck nichts entgegenzusetzen haben. Beim Zusammenbau muss man gucken, dass die Kabel richtig geführt werden, dass die Augenkabel hinten am Frame geführt werden und das Soli-Kabel, das muss dann hier wenn man es richtig haben will. Hier unten am Batteriekontakt vorbei. Also das Soli-Kabel zieht ihr hier unten durch am Batteriekontakt vorbei. Dann das Soli-Kabel rein. So geht ihr sicher, dass ihr nichts zerquetscht. Gut, dann machen wir die hintere Frame-Schrauben mal rein. Also gut ist es halt, wenn ihr hier an der Stelle keinen Kugelkopf benutzt, sondern am besten so einen Inbus mit Schraubendrehergriff. So seid ihr echt easy dabei. Beim Installieren der Backcap müsst ihr aufpassen. Hier ist so ein auch wieder metrischer O-Ring drauf. Hier auf diesem ovalen Teil. Und dass ihr den nicht zerquetscht, müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Da geht ihr quasi an einer Seite rein und dann flutscht das eigentlich ganz ohne Widerstand rein. Sobald es irgendwie hängen bleibt, geht nochmal zurück. Dann stimmt was nicht.
eben, da darf absolut kein Widerstand im Spiel sein. So, jetzt kommt der Trigger wieder rein. Frame müssen wir dafür nicht abmachen. Worauf man aber aufpassen muss, ist, dass die Feder nicht am Trigger-Switch hängen bleibt. Deshalb muss man die Feder beim Installieren vom Trigger so ein bisschen nach oben schieben. Auch kein Hexenwerk. Wie man sieht, ein bisschen Spiel hat der Trigger. Da sind eben andere Markierer besser wie die Lux oder die Shocker und die neuen MacDev-Markierer. So, Tag schon ist sie wieder zusammen. Was ihr jetzt aber gesehen hattet vorhin war, ich habe ja beim LPR den LPR komplett auseinandergenommen. Ich habe auch die Einstellschraube rausgenommen. Das heißt, der LPR ist nicht mehr richtig eingestellt. Deshalb stellen wir jetzt noch den LPR der Timi richtig ein. Dazu braucht man hier den LPR-Tester. Den sollte der selbstständige Timi-Spieler schon zu Hause haben. Und am besten tauscht ihr die schrottigen Boblong-Manos aus gegen gescheite große, die man gut ablesen kann. Schraubt dann den LPR vorne rein. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein leichtes Loctite und Luft. Damit euch sich der Druck eben nicht mehr verstellt. So, jetzt geben wir mal Luft drauf. Der LPR sollte nichts anzeigen. Der HPR steht bei ca. 200 PSI. Da gehen auch weniger. So, mal gucken, dass wir das drauf kriegen. Jetzt haben wir den. Jetzt schrauben wir einfach so lange die Schraube rein. Zack, bis der Wert hier auf 75 ist. Jetzt sind wir bei 50, jetzt bei 60, 70 und 75. Das ist eine sichere Kiste. Wenn ihr Probleme haben solltet, dass die Nadel jetzt hier voll durchschlägt, kann sein, dass die O-Ringe auf dem LPR-Tester kaputt sind. Also gar nicht erst bei der Gun suchen, sondern such erstmal beim LPR-Tester nach dem Fehler. Druck weg. Und schon ist die Timi eingestellt. Eben, ihr habt hier drei O-Ringe auf dem Tester. Wenn die kaputt sind, dann habt ihr das Gefühl, dass euer LPR kaputt ist, obwohl der es gar nicht ist? So, liebe Freunde, damit wären wir am Ende vom G6R Guncheck angelangt. Was mich wirklich gewundert hat, dass Leute nach 5 Jahren, die es die G6R gibt, noch nie eine in der Hand gehabt hatten. Das Ding ist wirklich Bombe. Also, ihr könnt, wenn ihr Rammer mögt, dann könnt ihr euch blind mal eine G6R versuchen zu schießen. Die Gebrauchpreise sind relativ hoch, relativ stabil. Ich sag mal, eine 2010er ohne OLED,
Die bekommt ihr ab 450, wenn ihr Glück habt. Natürlich könnt ihr immer noch ein Schnäppchen schießen, was noch günstiger ist. Und die OLED-Version von 2012 bis jetzt, da könnt ihr mit Glück für 650 eine bekommen. Private-Label-Versionen wie die Flame und was es nicht noch alles gibt, Phoenix Z, Premium, da zahlt ihr natürlich dementsprechend einiges mehr. Aber ihr habt ja gerade gesehen, ihr müsst vor nichts Angst haben. Die Wartung ist halt ein bisschen komplizierter. Das ist ja so ein Niveau 2010. Bob Long war sowieso nie so ein Tüftler. Ihr könnt relativ wenig Toolless hier an der G6R machen. Ihr könnt den Bolzen rausnehmen ohne Werkzeug. Für alles andere braucht ihr Schlüssel, ihr braucht einen Kreuzschlitzschraubendreher, ihr braucht bei der 2010er ein Cocker-Tool, um den LPR zu warten. Das macht das Ding so ein bisschen unattraktiv für den Technikängstlichen. Aber das Ding läuft und läuft und läuft. Ihr müsst euch hier eigentlich keine Sorgen machen, dass ihr hier mal Probleme haben werdet. Das Ding ist ein Arbeitstier und die schießt einfach so super, so smooth für einen Rammer. Wow, der Wahnsinn. Und ist leise, hat wenig Kick. Also die G6R ist schon ein Hammergerät gewesen. Und deshalb sind wir alle ein bisschen schade, dass die eben eingestellt wird. Sie hat jetzt 5 Jahre auf dem Buckel. 2016 sind es dann 6 Jahre. Bob Long hat typischerweise einen Modellzyklus von 18 Monaten, bis er was Neues auf den Markt wirft. Die G6R war jetzt wirklich lange da und ist immer noch ein Top-Markierer. Das Ding ist halt, der gemeine Paintballer, der ist halt nach einem halben Jahr gelangweilt von seinem Markierer und muss was Neues haben. Und ich denke mal, keinen anderen Grund gibt es für Bob Long, die G6R zu überarbeiten. Was ich gerne an der neuen Intimidator sehen würde, an der siebten Generation, die es ja mittlerweile ist, wäre nicht viel. Mir würde es eigentlich nur darum gehen, dass hier ein bisschen die Wartung einfacher gestaltet werden könnte, dass man weniger Schlüssel braucht, dass man weniger Aufwand braucht, um zum Beispiel an das Poppe zu kommen. Wir müssen den Frame gar nicht abnehmen. Wir müssen dafür nur die vordere Frameschraube lösen. Wir müssen diese zwei lösen und wir müssen die Augen abnehmen. Wir müssen das Feed abnehmen. Es ist schon ein Haufen, den man machen muss, um eben an das Poppet, um an diesen einen O-Ring zu kommen. Die Backcap ist nicht toolless und naja, man kann halt eben was die Wartungsfreundlichkeit angeht, kann man einiges an der Timi machen. Da die Timi ja so empfindlich ist, was die Drücke angeht, ist die Frage, wird Bob Long einen Pressure Tester mittels Drucksensoren verbauen, so wie jetzt MacDev das macht oder Empire mit der Vanquish? Ich glaube es nicht, denn Bob Long ist nicht so der verspielte Typ. Deshalb glaube ich nicht daran, dass es sowas geben wird, obwohl es sinnvoll wäre. Aber ich glaube, Bob Long verkauft einfach gern so Gimmicks. So ein Ding kostet knapp 50 Euro. Die Manometer, die er mitverkauft, die sind meistens Schrott. Die könnt ihr gleich austauschen gegen was Besseres. Ich empfehle da die Firma Vika. Gibt es bei eBay, kostet nicht so viel. Also ich glaube, die Pressure-Tester von Bob Long, das ist, der lebt davon. Gäbe es die nicht, wäre der Mann im warmen Haus. Im Sinne der Ergonomie könnte man vielleicht sagen, alle machen jetzt den LPR hier vorne weg. Bob Long packt den auch irgendwo anders hin. Ich bin mal gespannt. Also er stört eigentlich gar nicht wirklich weiter. Ob wir jetzt den Lauf hier an der Hand haben oder ob wir den LPR hier an der Hand haben. Ich weiß nicht, ob das für viele hier ein Manko ist, das Ding. Ja. Keine Ahnung, was er verbessern will. Für mich war die G6R einfach die perfekte Intimidator. Ich habe es ja selbst zwei. Ich würde sie beide nie verkaufen, weil sie einfach Top-Geräte sind. Deshalb Leute, die ihr euch nicht sicher seid, versucht sie noch zu bekommen. Die letzten Modelle werden mit einer Seriennummer sein. Bob Long macht ja nie Seriennummern auf seine Kanonen. Die letzten werden mit Seriennummer sein, um zu zeigen, dass es die letzten sind. Das Ganze wird ein bisschen das wird feierlich zu Grabe getragen, das Ding. Versucht zuzuschlagen, sie ist günstig, sie kostet um die 1000 Euro. Ist ein High-End-Markierer für faires Geld, da die Preise explodieren ja sonst im Moment gerade. Ihr könnt mit einer G6R echt nichts falsch machen. Ja, soweit von mir, soweit von der G6R. Unser Nostalgie ist ja fast Nostalgie, weil es wird sie bald nicht mehr geben. Wir sagen dir auf Wiedersehen, wir werden dich vermissen und hoffen, dass du einen würdigen Nachfolger bekommen wirst. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen.
Schreibt in den Kommentaren, schreibt im Forum, was ihr euch von der neuen Intimidator wünscht. Mal sehen, was Bob Long davon wahrmachen wird. Und abonniert unseren Channel, liked unsere Seite auf Facebook und wir sehen uns beim nächsten Guncheck demnächst. Ciao, macht's gut.